Okay, Leute, zurück zu meinem Wolpertofer. Es geht weiter bei A Bavarian Tale. Na bitte, wir stehen beim Wirtshaus. Und beim Rentner des Marktpoint, der Schorschi, sitzt genau davor. Wenn ich mich nicht täusche. Oder das ist der Schorschi. Da ist er. Ja, die Sau, Bruder. Da hat die Karte geschwendet. Warte, ich was? Brauch Schwendner. Was darf ich Erna Gurz da, Herr Stauderer? Herr Stauderer, ich bin der Schmied. Die Zänzi, ja. Mei, schlimm war das. So eine junge Frau. Und dann hängt die da im Schupfer vom Balken. Dem alten Schormeier hat das Schutz scharfer gemacht, meine ich. Ich glaub, der hat die schon Mengen. Die war ja schon länger aber bei ihm auf dem Hof. Die ist vor ein paar Jahren da angekommen mit ihrer kleinen Schwester, der Resi. Die ist eigentlich auch eine ganz Liebe. Aber ich glaube, die Mädels haben ganz schön was mitgemacht, bevor die auf den Hof gekommen sind. Ich weiß zwar nichts Genaues, aber die Resi kann halt nicht mehr gut mit anderen Leuten. Das Verhältnis. Meine Ausstrahlung. Ich meine, die hängt im Keller. 12, oh Gott, ich hab neine. Könnte schwierig werden. Freunde, drei richtige. Na gut, verloren. Ja, was weiß ich. Der Schormeier hat die Dernler in so eine kleine alte Holzhütte da hinten im Wald reinlassen. Da wohnt die Resi jetzt schon eine Zeitl. Die kennt sich ganz gut aus mit Pflanzen und Kräutern und macht so kleine Teesackerl und Tinkturen und Glücksbringer und alles Mögliche. Und das verkauft's dann, um sie ein bisschen was zum Verdienen. Ja, viel ist das Fräulein nicht, aber die braucht ja auch nicht viel. Und um den Rest hat sie immer Zänzi gekümmert. Ich weiß gar nicht, wer Resi jetzt als Recht kommt. Man hört und sieht ja nichts von ihr. Scheiße, man will nicht mehr. 15 gegen 9, oh Gott. Na gut. Wo bleibt denn auch der anderen? So nicht, dass ich wissert, aber das glaube ich behalten leider eher für sich. Der Schormeier war schon sehr auseinander, wie das war mit dem Selbstmord. Der hat scheinbar gleich nur noch einen Doktor geschickt, am Schweighöfer. Aber der hat wohl auch nichts mehr machen können. Und dann haben sie es ja nicht einmal auf dem Friedhof begraben dürfen, als Selbstmörderin. Das erlaubt Kirch nicht, sagt der Pfarrer. Dabei ist der Schormeier schon eher gläubig, also ich glaube, das war dann ein bisschen früh für ihn. Ich glaube, der hat Leich sogar selber gefunden. Das arme Dirndl. Hängt sie auf seinem Hof und dann kann es nicht einmal beerdigt werden. Es ist schon tragisch alles. Was darf ich Erna Gurz da, Herr Stauderer? Ja, Kathi. Oder die verschwört. Weniger Friedhof. Die Pfützen. Was hat mit der Pfützen auf sich? Der arme Lenz. Der war jetzt auch kein Musterknabe. Aber das hat er nicht verdient. So ein junger Mo, das ganze Leben noch vor sich, liegt der da in der Pfützen. Das kann man gar nicht glauben. Der Lenz war der Sohn vom Schormeier. Also eigentlich Glas, Lorenz Glas. Aber vom Schormeierhof. Der hat eine Schwester, die Ursel, also Ursula. Aber die wohnt nicht mehr am Hof. Die hat den Alois geheiratet und heißt jetzt Pfüstner. Eine unangenehme Person. Wobei sie haben es auch nicht leicht gehabt, alle miteinander. Da ist ja schließlich die Mutter gestorben. Tuberkulose. Es ist schon schlimm. Der Schormeierbauer, also der Vater, hat dann recht viel gesoffen, aber. Und es hat auch öfter mal einen Streik gegeben am Hof mit den Kindern, glaube ich. Da ist der Schormeier dann nochmal recht böse geworden und seither ist wieder Ruhe. Mei, die Ursel hat dann eh geheiratet. Aber an sich haben die sich schon gut verstanden. Obwohl der Vater und der Sohn so von der Weltanschauung her nicht immer beieinander waren. Weiß auch nicht, aber ich glaube, der Tod von der Mutter hat es dann schon auch wieder zusammengebracht, die zwei. Der arme Mo, das ist schon echt herzlos. Frau und Sohn innerhalb von einem Jahr. Ja, und das mit der Zänzi war ja auch erst letztes Ding. Mei, wer soll jetzt dem einen Hof weiterführen? Das war schon alles für den Lenz gewesen. Der Schormeier ist aber eigentlich eine gute Haut. Ich hab gesehen, wie nett er mit dem Stiefsohn von der Ursel, mit dem kleinen Alois, gespielt hat. Den mag er, glaube ich, recht gern. Und ich war noch gar nicht draußen bei ihm. Werden Sie am Schormeier unser Beileid aussprechen, wenn Sie rausgingen zum Hof, bitte? Vergelt's Gott, Herr Stauderer.
Der Schurmeier, da war ich schon. Zu mir war er nicht so freundlich. Was darf ich Erna gut da, Herr Stauderer? Der Abend, was ist denn da passiert? Ach so, ja, Sie kennen ja die Leute da noch gar nicht. Eben. Auf der anderen Seite, wer kennt's schon, gell? Herr Schmidt, wer kennt's schon? Ja, Fräule, also das war ein Sonntag, da kämen eh immer viele Leute. Nach der Kirche und so wissen schon. Aber streien deren zum Glück bloß wenig. Ja, meistens sind's die zwei Gruppen, wenn man so sagen möchte. Das glaube ich, muss ich kurz erklären. Haben Sie einen Moment Zeit? Selbstverständlich habe ich Zeit. Also zuerst muss ich Ihnen einmal sagen, dass das Feier ordentliche Wirtschaft ist. Gell? Nicht, dass Sie da was falsch meinen, Herr Stauderer. Aber überall gibt es ja da bei uns im Ort Leute, die ein bisschen traditioneller eingestellt sind und wollen, dass alles so bleibt, wie es ist. Und natürlich andere Leute, die genau das nicht wollen. Die wollen, dass sich was rührt. Meistens sind das ja vor allem die jungen Leute. An dem Sonntag sind die Buben auch wieder zusammengesessen. Der Severin, der Hans Gürgel. Ah, der Herr Dr. Schweighöfer war auch dabei. Der arme Lenz und natürlich immer vor einem roten Kabine an, der junge Leibel. Lehrer wie sein Vater. Sonst haben sie aber nichts gemeint, die zwei. Verstehen sie nicht so wahnsinnig gut. Und die diskutieren dann recht gern ihre gespinnenden Schmarrn von Politik und Gesellschaft und was weiß ich. Ich misch mich da nicht ein. Andere Leute sagen schon ab und zu was zu ihnen. Meistens die Alten. Also der Herr Pfarrer Bayerle natürlich, der Alois und der Schormeier und selbstverständlich der Herr Bürgermeister. Der Schorsch war diesmal auch mit dabei. Weiß auch gar nicht, warum eigentlich. Ich glaube, der hat das schon gar nicht mehr gemerkt. Eigentlich hockt der Rupp auch immer bei denen. Aber die Rupps sind gerade ein Familienbesuch, glaube ich. Dabei hätte man jetzt gerade einmal brauchen können, den Herrn Dorfpolizisten. Jedenfalls haben sie schon gescheit umeinander blärt an dem Sonntag. Recht aufgespielt haben sie sich, wenn sie verstehen. Wahrscheinlich zwischen uns. Aber das darf man ja nicht sagen zu den Herren. Ich hab das jetzt ja alles gar nicht so genau mitgekriegt. Ich meine, es war ja viel los da. Auf jeden Fall sagt der Herr Pfarrer Bayerle irgendwann zum Schweighöfer, zum Doktor, er darf die Dorfgemeinschaft zerstören. Und der ist dann recht böse geworden und hat am Pfarrer gesagt, er soll bloß das Maul halten. Der Pfarrer darf sich nämlich das Kirchengeld in die eigene Taschen einschirmen, während die anderen Leute alle Hunger leiden müssen und als Krippel vom Krieg heimkommen. Und dann ist der Schorsch ziemlich laut geworden und hat am Schweighöfer droht, er darf ihn aus dem Wirtshaus schmeißen. Als ob er da was zum Sagen hätte. Und dann hat sich der Lenz auch noch eingemischt. Vielleicht war das sein Fehler. Er hat am Schorsch gedroht, er hat ihm schon zwang, wie das mit dem Rausfliegen geht, wenn er jetzt nicht gleich statt ist. Und dann ist der Schorsch auf den Lenz los. Der hat am Schorsch eine mitgegeben und nur bevor er was hätte tun können, war eigentlich schon wieder eine Ruhe. Typischer Fall von männlicher Selbstüberschätzung, würde ich sagen. Und dann sind sie heim, die Alten. Also, der Schormeier, der Alois und der Herr Pfarrer. Der hat noch was gemurmelt von Gott sei seiner Seele gnädig oder so. Da wird's vielleicht so neinig gewesen sein. Und der Herr Bürgermeister ist schon früher heim. Ich glaube, das war sogar dem zu viel, wie sie die aufgeführt haben. Aber Zeit hat er wieder nicht. Anschreiben lassen, immer anschreiben lassen, der feine Herr Bürgermeister. Die Buben haben schon noch ein bisschen da geblieben. Auch der Schorsch. Die haben sich dann schon wieder vertragen, hab ich zumindest gemeint. Die sind dann so der Reihe nach alle irgendwann heim. Der Pfarrer Bayerle, den darf nicht trauen, gell? Was darf ich Erna kurz da, Herr Stauderer? Du, sag mal, Kathi, wo ist der Schorsch? Den braucht es nicht lang suchen. Der hockt da drüben und trinkt ein Bier. Ja, denke ich mir. Was darf ich Erna kurz da, Herr Stauderer? Was weißt du über den Herrn Pfarrer? Über den Bayerle, weiß ich jetzt gar nicht. Hubertus heißt der Bayerle Hubertus. Es ist schon ein paar Jahre her, dass er die katholische Pfarrei da übernommen hat. Und dass die Oberlechnerin bei ihm im Haushalt arbeitet, das wissen sie vielleicht schon. Ja, das weiß ich schon. Was genau der davor gemacht hat, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das habe ich nicht gefragt. Aber sonst ist er eigentlich ein ganz Gräbiger. Der ist gern im Garten und hat da so Kräuter und so Zeug hinter der Kirche. Der sitzt oft irgendwo und raucht sein Pfeiferl. Der lässt sich eigentlich nicht so leicht aus der Ruhe bringen. Was manches ärgert ihm dann schon. Wird Leute tratschen natürlich auch ab und zu. Wegen ihm und der Oberlechnerin. Also ich glaub's ja nicht, aber wer weiß. Ich bin ja nicht dabei. Zum Glück. Und über einen jungen Leubel kann er sich auch ganz schön giften. Das mag er gar nicht, wie sich der oft aufspielt. Ich meine, ich versteh's schon auch, aber ab und zu regt er sich schon ein bisschen viel auf dann.
Seine Arbeit macht er aber gut, sofern ich das beurteilen kann. Also, er kümmert sich schon um sein Gemäuer und er ist auch in Sorge, wenn er mal was ist. Also, das mit dem Fahrrad, das passt schon zu ihm, würde ich sagen. Was darf ich Erna kurz da, Herr Stauderer? Der Herr Pfarrer! Noch behaupten, er baut hinter der Kirche Grosso. Ach, der Corbinian, der ist Lehrer wie sein Vater, aber sonst ganz anders so als Mensch. Der Vater ist schon laut. Und der Corbinian hat noch zwei kleinere Brüder. Der Vater hat sich schon gescheit geschlagen, würde ich glauben. Aber das meiste hat schon der Corbinian abgekriegt. Manchmal wundert man sich nicht, warum die Leute dann ein bisschen wild werden, gell? Ich hab schon öfter gehört, dass er ganz gerne spielt, der Corbinian. Also um Geld. Und leider nicht so erfolgreicher. Ja, und dass er ganz gerne mal auf die See bekannt. Und mit den Weibern hat er es auch. Finden da der Schobel eine, aber heiraten mag er es offensichtlich noch nicht. Auf jeden Fall haben sie ihn dann in den Stadt geschickt zum Studieren. Der Vater wollte, dass der Corbinian auch ein Lehrer wird. Aber ich glaube, inzwischen findet er seine Idee gar nicht mehr so gut, der alte Leubel. Da hat er auf jeden Fall die Leute von der Arbeiterbewegung kennengelernt und sie denen angeschlossen. Und seitdem läuft er überall umeinander und zitiert den ganzen Tag diesen La Salle, oder wie der heißt. Ich glaube, das weiß er selber nicht. Auf jeden Fall klingt das nicht immer alles so richtig, wie er es sagt. Er hat auch ein paar Zettel mit Sprüchen von diesem La Salle im Ort aufgehängt. Die meisten hat aber die Bürgerwehr schon wieder angerissen. Aber ein paar könnten es schon noch finden. Ist ja auch wurscht. Ich meine, er ist kein schlechter Lehrer, nicht? Er bringt ein bisschen am frischen Wind ein. Das mag natürlich nicht jeder. Weil gerade die alten Herren sind doch nicht ganz so empfänglich für die Ideen vom Leubel. Da rumpelt es halt dann schon einmal. Der lässt sich ihm nicht einfach so einen Mund verbieten. Was darf ich Erna kurz also da die Geschwenderin, die Quatschaffe. Und bei der kann die noch handeln. Wo gibt's noch? Ob ihr geht? Bei der Schmied bin ich. Was sind das? Irgendwelche Reichsmark oder wie? Mann, 866? Was hast du noch gehabt? Meine Brezen, die brauche ich selber. Ja, ich verkaufe mal. Schwör mal. Auswickert, ich bin schon wieder. Oder 50, jawohl. Kathi, nimm deine Brezen. Brauche ich. Bin der Brezensüchtiger. Rezept für eine kleine Brotzeit. Rammschwammerl, ja, voll teibig. Brauche ich das Rezept? Einfach mal. Schwarzes Pilzenkraut. Schmieröl. Wobei ich halt darf. Pass auf, der Schorsche, der wart schon. Wo du ein Bier? Wo ein Bier haben? Das kriegen wir nicht. Jetzt hab ich noch, warte mal. Bin ja nur aufgestiegen. Sind wir bei 8. Fast überall. Die Wendigkeit. Wobei die Wendigkeit brauche ich nicht so oft. Meine Reflexe. Damit kann ich mich elegant an der Affäre ziehen. Mein Scharfsinn. Macht mehr Sinn? Mach mal. Und dann haben wir noch Informationen zum Schorsche. Der Georg Stolpner. 25 ist der. Knopf, aha, da muss ich mich fragen. Den Fußabdruck habe ich gefunden. Und die Idioten auch gesehen. Nein, Leube. Also,
War der Rappult? Meine kleine Revoluzzer. Und der Löwe war mit dem Lenz befreundet. Was sagt der Beile? Interessen, Glauben. Mehr hab ich so noch nicht. Und der Schormeier? Wie ist der? Lauf der Schormeier. Ja. Adliger. Allgemeiner Deutscher Arbeiterverein. Na gut. Für Geschichtsstunde haben wir gut Zeit. Schorsche, ich brauche Informationen. Schorsch, hab ich die Ehre. Bald hat der Sonntag. Wohnt ihr? Da jetzt. Das Übliche halt. Ein bisschen was getrunken haben wir. Geratscht haben wir. Das Übliche halt. Vielleicht hat es auch ein bisschen einen Streik gegeben. Das passiert schon einmal. Man wird ja nur seine Meinung sagen dürfen. Was willst denn du überhaupt? Magst du mir jetzt auf die Nerven gehen mit deiner blöden Fragerei? Das brauche ich jetzt wirklich nicht. Ja gut, der Schorsch tut das Übliche. Sauf und zuhauen. Was ein Bayer heute tut. Geprügelt. So war es gewiss nicht. Wir haben halt was zum Lernen gehabt. Das passiert schon mal, das gehört dazu. Pack schlägt sich, Pack verträgt sich, das sagt man doch auch so. Mein Lieber, jetzt gehst du mal auf den Senkel mit der blöden Fragerei. Bist du von der Presse oder was bist du überhaupt für einer? Ja, wurscht, jetzt lass mich einfach mal in Ruhe. Die Wahrheit, du sagst mich, Schorschi. Der Knopf geht dir. Mit Namen oder was? Ja, was willst du denn mit dem blöden Knopf? Soll der den jetzt ohnehin oder was? Schau dir aus, wäre ein Weiberleid. Pass auf, ich könnte vielleicht mit der Ausstrahlung schaffen. Sieh sie, die packen wir. Und? Jawohl. Ja, ist ja gut. Aber meinen Janker habe ich ja nicht dabei. War so warm vorher, den Knopf kannst du wieder mir abhalten. Du schaut aus, ist dein Knopf? Na, da wäre ich schon was zum Tor gehabt haben. Das ist ja nicht verboten. Oder ist so mein Handerlaufer jetzt auch schon verboten, hä? Ist das etwa? Mit Wasser. 9 gegen 9. Schauen wir mal. Oh, Freunde. Und? Ja, freilich kann ich das, aber warum soll ich die? Ich weiß doch nicht, was dir das überhaupt so geht. Er ist unsichert. Jetzt kannst du deine Fragerei aber sein lassen und dich aufs Wesentliche konzentrieren. Oder du schaust besser, dass du Land gewinnst, aber ganz schnell. Weil das Bier, das kannst du aber auch stehen lassen. Eine Konfrontation. Schorsche, jetzt wird ernst. Was? Wo? Was meinst du denn das jetzt? 3 Argumente. Pass auf, es gibt auf jeden Fall einen Zeugen. War jetzt auch nicht. Das hat doch nichts zum heißen. Dann fehlt ihm nur der Knopf von der Jacke. Deine Schweißperlen auf der Stirn, aha. Ich meine, ich weiß was. Was willst du? Wer hat die Frage? Die Schuhe zu haben. Ich mach den mit dem Scharfsinn. Kann allerdings kompliziert werden.
Freunde, wir knopp. Ein Scheißdreck werde ich machen. Lass mich mit deinem Schmarrn in Ruhe. Sind wir da gescheitert? Knapp, oder? Aber das packen wir. Leid aber nicht. Ich glaub. Ein verdächtiges Gesicht. Bella, wird noch ein Weißbier. Zum Nachhelfer. Ja, das brauche ich gleich. Geht er mir? Ich glaube, du kriegst einen Fotzenrausch. Jawohl. Schorschi, ich bin so blau, aber ich geh weiter. Du kannst mir überhaupt nichts. Dat der Rand, du lässt mir jetzt mal rühren, schleißt die Druck in den Start. Nein. Was ist denn das für ein blöder Spruch? Als erstes hast du gesagt, ich hätte mich geschlägert und das war ich gar nicht mehr. Und dass ich dann am Tatort gewesen sein soll, dass der Lenz liegt da, der Schlagen. Das ist alles so furchtbar. Ich weiß nur mehr, dass ich dahergekommen bin. War ja Sonntag, da treffen sie alle in der Wirtschaft. Was nachher war, ich weiß es einfach nicht mehr. Ich versuche mich zu erinnern, aber da ist einfach nichts. Mein Janker finde ich auch nicht mehr. Ich weiß nicht, wo der ist. Bei der Katze ist er nicht liegen geblieben. Ich weiß einfach nichts mehr. Gar nichts. Bitte, Valentin, sag mir, was du weißt. Was habe ich gemacht? Habe ich wirklich einen Lenz da geschlagen? Ja, muss das, weiß ich nicht. Beruhigen? Alle Hinweise deuten seine Richtung. Ich nehme mal, nimm dich doch. Valentin, du bist doch so ein Gescheiter. Kannst mir du bitte helfen, rauszufinden, was ich in der Nacht gemacht habe? Ich muss wissen, was da passiert ist. Mein super, Valentin, das machen wir. Bei der Jacken, wohin die gehen wir? Ja, freilich, den Janker müssen wir auch finden. Und, wie machen wir das? Wir wirfen jetzt einmal. Und? Hammer. Ach, du meinst, wenn wir beide genauso voll sind, wie ich an dem Abend war, dann fällt's mir schon wieder ein? Das nenne ich einen Plan. Ein guter Plan. Das sag mir, wenn's losgeht. Ja, für sowas bin ich allweit zum haben. Das war Stufe 14. Hoch die Gläser, oh Gott. Blau bin ich schon. Valentin, das ist alles für einen guten Zweck. Sauf einen in den blöden Schädel. Bumm, einen in den blöden Schädel. Und dann hat er zu ihm gesagt, du schackst nicht zu blöd. Verstehst? Schackst zu blöd, weil er ihm doch das eine Auge mit der Mistgabe. Verstehst? Freunde, nur Moss. Ein Prosit auf unseren König Ludwig II. Lang lebe der Kini. Prost, Valentin. Prost, Schorschi. Wir haben gekriegt, gegen die Saubreißen der Kugel abgekriegt. Bloß ein Streifschuss, halb so gut. Mit einer verfluchten Zündennadel gewesen da. Die haben gleich dreimal zurückgeschossen, wo wir mir noch am Nachlang gewesen haben. Verreckte Saubreißen, das sagst du. Die Saubreißen, was ist mit deiner Erk passiert? So schnell? Das ist eine Geschwindigkeit, Valentin. Das ist doch keiner gewohnt. Ich sag dir, das ist alles unnatürlich.
Ob der Herrgott das will, dass Menschen mit so einer Eisenbahn fahren? Ich glaub's ja nicht. Das ist schon was anderes, so ein Krieg. Das wünscht man auch seinem ärgsten Feind nicht. Das ist nichts Menschliches, ne? Da muss man das Menschsein ablegen. Und das sage ich dir, Valentin. Das Menschsein, das kriegst du nicht mehr zurück. Ja, der Krieg geschädigt, da kann ich sein. Jetzt weiß ich. Ich hab gewissen was zum Trinken mitgenommen in der Nacht. Die Flaschen müssen umeinander liegen irgendwo. Die müssen wir finden. Ha? Er gibt auf den Tisch.